Mit ganz aktuellen und sehr, sehr spannenden Gerüchten kommt Norbert Paul zu uns hoch ins TV-Studio, direkt aus dem Handel. Norbert Paul dort im Derivatehandel an der Börse Stuttgart unterwegs mit Gerüchten um den Schweizer Franken. Norbert, was ist da los? Ja, richtig. Der Schweizer Franken hat ja in den letzten Wochen immer massiv gegenüber dem Euro zugelegt. Die Flucht fand hier wirklich in den sicheren Hafen Schweizer Franken statt. Und man munkelt jetzt, es ist zu hören, dass die Schweizer jetzt prüfen lassen, ob es möglich ist, ihre Währung an den Euro zu koppeln, um diese Aufwertung, dieser dramatischen Aufwertung, die wir gesehen haben, die auch die Schweizer Wirtschaft im Übrigen sehr belastet, um der jetzt mal Einhalt zu gebieten. Das sind alles noch Gerüchte, aber es ist zu hören, dass die Schweizer das sogar schon verfassungsrechtlich prüfen lassen, ob sowas möglich ist. Also möglicherweise kommt hier jetzt dann wieder mal Bewegung, ja, in den Schweizer Franken, aber vielleicht jetzt dann in die andere Richtung. Hat denn die Währung auf diese Gerüchte auch schon reagiert soeben? Ja, die hat schon, also wenn man es so rum sehen will, hat der Euro gegenüber dem Schweizer Franken jetzt rund 4-5% schon zugelegt. Also klar, es sind noch Gerüchte, aber der Markt macht sich hier dann natürlich schon, bereitet sich schon mal auf diese möglichen Nachrichten vor. Derweil reden wir über andere Themen, die auch sehr, sehr spannend sind in dieser Woche. Gold und Silber haben wir oft hier bei uns im TV-Interview, das Thema Gold und Silber. Aber gerade heute müssen wir nochmal drüber sprechen, denn Gold hat neue magische Marken durchschritten. Über 1.800 Dollar die Unze. Was sagt der Euwax-Anleger dazu, der Gemeine? Der Euwax-Anleger sagt dazu wahrscheinlich in erster Linie mal, wow, wer hätte sich das denken lassen? Das ging jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Interessant ist aber zu sehen, ganz neue Tendenz bei unseren Anlegern. Wir haben die 1800er Marke gesehen und sie beginnen ihre Positionen zu verkaufen. Auch beim Silber, Silber hat sowieso immer etwas zu leiden, ist nicht mehr so ganz im Fokus. Aber auch bei Gold jetzt, dass wirklich wir einmal Verkäufe sehen auf Long-Positionen, dass unsere Anleger sagen, danke, die Kursbewegung reicht uns jetzt erstmal. Das ist wirklich neu zu sehen. Offensichtlich ganz klar hier der Fall. 1800 gesehen, danke, Gewinne mitnehmen. Und es war ja nicht so verkehrt, weil Goldpreis zumindest am Nachmittag jetzt wieder 20, 30 Dollar auch zurückgekommen ist. Norbert, zum Schluss noch natürlich die Frage auch zum Handel in DAX-Produkten. Da ist bekannt, dass die Euwax-Anleger sehr schnell die Richtung wechseln, je nachdem wie die Marktverfassung ist und oft sehr schnell auf den gegenläufigen Trend wechseln. Wie sieht das aktuell aus? Aktuell stellen wir auch immer noch genau diesen Trend fest, den du genau ansprichst. Die Anleger sind äußerst verunsichert. Wer kann es ihnen verdenken? Wir haben teilweise Tagesschwankungen im DAX von 500 Punkten. Das ist völlig verrückt, das ist völlig gesponnen. Aber hier ist es ganz wichtig, die Anleger agieren oft nur sehr kurzfristig, vor allem wirklich Anleger, die sehr kurzfristig auch nur agieren und traden, sind hier momentan sehr stark am Zug. Die längerfristigen halten sich momentan sehr stark zurück und diese eben drehen sehr schnell ihre Positionen, setzen mal auf Long-Spekulationen, also darauf, dass der Markt wieder zulegen kann, lassen sich wieder ausstoppen, setzen auf die andere Seite. Also derzeit wirklich ein guter Markt für Kurzfrist-Anleger und Trader. Die anderen, die etwas längerfristig investieren wollen, halten sich zurück, die sind immer noch verunsichert, ja, und warten, ob der DAX jetzt vielleicht wirklich auch mal einen Boden finden kann. Ganz aktuelle Eindrücke auch zum Schweizer Franken von Norbert Paul. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.